Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen hier in der Zockerbude. Ich bin der Chris. Weiter geht's mit Project Hospital. Wie was anderes zu erwarten. Ja, unser Krankenhaus ist fertig. Bin jetzt gerade wieder so ungefähr eine Woche raus. Aber wir sollten doch irgendwie zurechtkommen hier. Ich würde sagen, wir haben alles gebaut. Dann gucken wir uns einfach mal ein bisschen Krankenhausalltag hier an. Gucken mal, was hier so auf uns zukommt als Krankenhausmanager. Ich habe heute schon sogar den ersten Kommentar gelesen mit weil genau auf dem heutigen Tag kam die Folge raus, wo man das Krankenhaus jetzt zum ersten Mal gesehen hat. Da habe ich schon ein bisschen Panik bekommen. Ja, ich glaube, für uns alle ist das so der beste Weg für die es gucken. So, langsam sprechen. Von daher würde ich hier auch einfach so weitermachen. Mir gefällt das Krankenhaus sogar tatsächlich, glaube ich, besser wie das andere. Ist ein bisschen kompakter, sieht ein bisschen schicker aus. Ja. Würde ich tatsächlich so besser finden. Falls ihr da andere Meinung seid, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Huch, sollten hier auch beim Patienten bleiben. Wenn wir da schon reingucken. Stimmt, ich wollte noch was gucken mit den Verträgen. Stimmt, da gab es auch irgendwas Neues. Habe ich letztens irgendwie gelesen, dass es... Also wenn das rauskommt, dann ist die Info, glaube ich, schon 2 Wochen alt. Aber irgendwie sollten, glaube ich, noch ins Spiel neue... hier steht es ja Firmen unter Vertrag, also quasi wie so Krankenkassen dazukommen. 2 Stück, glaube ich, waren es. Bin ich mal gespannt, was das so mit sich bringt. Ich hoffe, das ist kein DLC. Das haben auch ganz viele Leute schon dazu geschrieben. Weil für 2 Krankenkassen, also die DLCs, die waren bis jetzt immer zu kaufen. So um die 5 Euro, 5 bis 7 Euro, glaube ich, waren es. Und also das würde ich dann tatsächlich schon ein bisschen krass finden. Für nur sowas als kaufbares, also das, weiß ich nicht. Da halte ich irgendwie nichts von. Aber die haben ja auch so schon ganz viel hinzugefügt, quasi kostenlos. Zum Beispiel das mit der HNO da hier, also in der inneren Medizin, dass die keine Operationen mehr durchführen, sondern nur diesen Spezialeingriffsraum haben. Das war ja quasi auch kostenlos. So, was wollte ich jetzt gucken? Irgendwo stand... Ach, da, genau. Rette einen Patienten, nachdem er 2-mal kollabiert ist. Ich überlege gerade, die hier wieder rauszuschmeißen und die hier reinzunehmen, weil wir dadurch zufällige Events kriegen. Das machen wir jetzt auch mal so. Zack. So, weil da wollen wir ja hin. Wir wollen ja wieder zu den Events. So. Jetzt muss ich nur jemanden haben, der mir irgendwie 2-mal kollabiert. Und den ich wieder rette. So, wir machen jetzt mal ein bisschen Fixer hier. Tag 3 und wir haben schon das Krankenhaus. Ich glaube, im anderen haben wir irgendwie 5 gebraucht. Ich weiß es gerade nicht mehr. Vielleicht guckt von euch mal eben einer nach und schreibt mir das in die Kommentare. Oder hat das noch so gut auf dem Schirm, dass er nicht mal nachgucken braucht? Das wäre natürlich der Oberhammer. Das würde mich richtig freuen. So, Arztbereich hier. Ärztebereich. Auftrag abgeschlossen. 25% pro Tag. Dankeschön. Sehr nett. Führe eine Operation. Ja, wir haben hier in dem Krankenhaus schon ein paar durchgeführt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Was mit dir jetzt hier eigentlich? Wartet auf Arzt oder Technologie für die Untersuchung. Okay. Was soll die denn jetzt bekommen? Stuhlprobe, okay. Ja, ja, ich bin schon bei dir. Ein Bluttest. Pass auf. Wir haben hier, glaube ich, ein paar zu wenig Mitarbeiter. Obwohl, ich glaube, wir haben vielleicht nur einen gerade, der beschäftigt ist, oder? Mit der Frau. Was macht er? Wo will er hin? Hä? Was war das denn für eine Aktion? Der ist an den Schrank hierbei gegangen. Fehlt ihm was? Übrigens ist gerade ein Krankenwagen losgegangen, finde ich gut. Warum ist der da hinten hingerannt, um... Was? wenn mir das mal einer erklären kann, vielleicht finde ich es auch gleich selber raus. Einen Moment.
Mal kurz überlegen. Was da denn für eine Option jetzt? Ach, guck mal. Einen Moment, ich muss mal kurz hier reingucken. So, zwei Proben. So, heißt, die werden natürlich nicht gleichzeitig bearbeitet, weil er belegt ist. So. Wir machen jetzt schon mal Tag und Nacht jemanden dazu. Hier ist einer drin, das reicht erstmal. Okay. So. Gut. So, was war das jetzt für eine Aktion? Wir gucken jetzt nochmal. 30 Patienten. Jo, kriegen mal mehr Patienten rein. Das ist gut. Wir bauen mal, gucken mal eben kurz ins Labor. Welches war das denn? Was ist das? Nein, ein Histologie-Labor. Okay. Mikro, das da. So, ich will das mal eben kurz hier sehen irgendwo. Das wäre jetzt mal ganz cool. Dann können wir es mal hinstellen. Da. So, was haben die dann noch so drinne? So, ich kann jetzt aber... Doch, da. Oder? Ist das so ein Schrank? Ja, ich kann das jetzt mit der Maus nicht zeigen. Also quasi in der... Wenn wir jetzt auf die letzte rechte Ecke gucken. Der dritte Schrank davon. Was sind das denn nochmal für Dinger? Sind das nicht solche Teile? Boah, das wäre ja total mies, wenn die sowas öfters mal brauchen. Das war das, was ich nämlich schon mit der Notaufnahme meinte. Mit den Schränken. Wir prüfen mal, was das für Schränke sind. So, wir gehen nochmal zurück. Und gucken mal. Ausrüstungsschrank war das. Der untere Teil und da war es wahrscheinlich der andere, der obere Teil, ne? Hängeschrank, Geräte. Welcher war das denn jetzt? Geräteschrank oder? Achso. Für alle Räume, in denen Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt werden. Was hier? Okay. Also zu so einem Gerätewagen ist der hier, ne? Der war bloß rot. Und da hat er sich was rausgeholt. Jetzt bin ich ja schon fast am Überlegen, ob wir tatsächlich überall nochmal einen großen Geräteschrank einbauen. Einfach mal nur, um zu gucken, ob denen das was bringt. Wenn ich ihn da hinsetze, hat er noch Platz daneben, um daran zu kommen? Scheint so. Okay, wir gucken uns das mal an, ob die das jetzt auch benutzen, das Gerät. Das hier. Damit er nicht da immer da hinten hinrennen muss. Oh, totaler Quatsch. Hätte ich jetzt aber auch nicht gewusst. So, was mit dir? Du scheinst Schmerzen zu haben. Und wo ist dein Arzt? Warte mal. Und so schnell kommt man dann doch wieder dazu, Personal einstellen zu müssen. Weil das ärztliche Personal sonst wo rumrennt. Du machst das mal. Du kannst das machen. Vor allem, wenn es jetzt bald mit den Events losgeht und da die völlig am Ausrasten sind. Dann muss ja eigentlich ja jeden Raum hier bedienen können. 2, 4, 6, 8 Stück habe ich. Nur sportlich mit 4 Ärzten. Muss mal gucken, wo ich das noch ranflansche. Genau, ich hatte ja gesagt, sonst die Räume halt ein bisschen zerpflücken und mehr Arbeitsplätze einbauen. Also groß genug sollten sie sein. Wir besetzen die jetzt mal schon mal komplett. Will da jetzt keine Schwierigkeiten kriegen. Auch um Nachtäule passt ja sogar direkt. Machen wir mal das und... Ja, komm, das. So. Los geht es. So, Rennen sind nämlich auch schon hin. Also irgendwie hat es mit dem Arzt gefehlt gerade. Gut. Was nun? Es hängt eine kritische Auslastung. Wo? Und das jetzt schon. Hier ist noch nichts los. Tatsächlich hier. Tatsächlich schon hier. Wahrscheinlich brauchen wir einfach nur mehr Personal. Das sollten wir noch in den Griff kriegen. Mit 100. Ja, auf Twitch läuft es auch interessanterweise ganz gut zurzeit. Finde ich auch mal eine willkommene Abwechslung zu dem ganzen Aufgenehme hier. Heißt das so? ja, dankeschön.
Macht auch mächtig Spaß, das muss man ja mal so lassen. So stehen lassen, muss ich sagen. Du hast hier noch. Kriegst du gerade, okay. Sichtbare Knochen. Das hört sich ein bisschen nach Schmerz an. So. Helft ihm nochmal. Warum kriegt er noch keine körperliche Untersuchung? Mach doch mal was mit dem Jungen da. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, was gibt es bei einer körperlichen Untersuchung? Bist du bescheuert? Kann ich das doch erstmal? Differentialdiagnose. Ach so. Okay, dann lass das. Er braucht tatsächlich eine OP. Na dann los. Tun Sie das. Da können wir mal beibleiben. Das könnte interessant werden. Nicht, dass denn. Och, Mensch. Also die Tastatur ist auch echt massiv empfindlich, ne? Ich glaube, das sage ich jetzt auch irgendwie schon das 10. Mal in den Videos hier. So, ich lasse es jetzt einfach so und mache nichts. Wenn halt so ein kleiner neumotorischer, ich lasse die Finger mal auf der Tastatur spielen. Hat wahrscheinlich mit den ganzen Counter-Strike von früher zu tun. So, gucken wir uns das mal an. Welchen Fahrstuhl nimmst du? Oh, ich sehe jetzt schon, dass die Hausmeister wieder nicht hinterherkommen. So, den nimmst du. Genau so, der war dafür auch gedacht. So, wir gehen erstmal auf Station. Ein schöner Weg, sehe ich gerade. Oh, schön im Kreis knallen. So, eingewiesen. Transport zur Therapie. Okay. Und jetzt überlege ich kurz, was ist jetzt Transport zur Therapie? Theoretisch sollte er jetzt eigentlich. Genau. Zack. Jo. Oh. 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 So viele. Ach du Kacke. Ja, das freut mich. Auch das freut mich. Trauma. Oh, 20 mehr Traumapatienten, okay. Drehen sie schon alle bereit. Und los geht es. Mach den Arm wieder heile. Ich glaube, das letzte Mal, als ich die OPs durchgezählt hatte, hatte ich mich sogar verzählt. Ich glaube, das waren nämlich sogar 11. Weil ich bei der Chirurgie nämlich 3 hatte, anstatt nur 2. Ist mir im Nachhinein erst aufgefallen. Oh, hier mit dem Akkuschrauber. Wobei ich mich gerade frage, also die sind ja eigentlich mit Pressluft, die Teile. Fällt mir gerade so ein, müssen die eigentlich geölt werden? Also ich würde ja mal grundsätzlich sagen, ja, so als Techniker hätte ich gesagt schon. Und wie verhält sich das dann im Körper, wenn da mal was rauskommt von, wenn da mal irgendwie eine Dichtung short ist oder so? Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass da ziemlich hohe Standards sind in so einer Sterilgutversorgung, aber kann man ja nie wissen. Und dann saust du den Patienten, den seine Wunde da schön mit Öl voll. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Öl frei läuft, das Gerät, auf ins Pressluft ist. Oh, guck mal hier, da genau, aus dem Grund genau bin ich nämlich bei ihm geblieben. Weil er jetzt nämlich auf einmal, der hat nämlich irgendwas Postoperatives. Was hoffentlich jetzt zum Vorschein kommt. Das könnte nämlich sein, dass der gleich kollabiert, weil der vielleicht von der Anästhesie noch ein Problem gekriegt hat. Warum werden jetzt. Okay. Achso, die Röntgen jetzt quasi, ob sein Arm jetzt heil gegangen ist. Auch schön, dass sie das vorher nicht kontrollieren. Ja, okay. Jetzt kommt eine körperliche Untersuchung und wir befragen den vielleicht mal vorher.
Ja, obwohl das die Reihenfolge bestimmt die jetzt gerade. So, er hat immer noch ein Symptom, was ihm schlecht werden könnte. So, Arzt ist da. Da geht schon mal los. Die Krankenwagen drehen da unten auch gut durch. Ah, eine Wundinfektion haben wir gefunden. Guck einer an. Ja, dann machen wir das mal sauber, ne? Guck an, ne? Ist doch gut. Wenn wir es gefunden haben, machen wir es weg. Und dann hat sich der Kram. Dann widmen wir uns mal wieder unserer Notaufnahme. Schnell nach unten geklappt hier. Also so, wen haben wir denn da? Los geht's. Christian Schubert. Na dann mal los, ab zum OP. So, kommt unser Labor hier noch zurecht oder noch zwei Proben da zu bearbeiten? Ne, so weit zurück wollte ich nicht. So weit wollte ich tatsächlich nicht zurück. Da ist unser erster Patient, der kollabiert ist. Okay. So, das. Oh. Ah, hat er gewartet? Naja, obwohl die Ärztin ist ja da. Die ist ja jetzt direkt rausgekommen. So, einmal ist er kollabiert jetzt. Na, gucken wir mal. Das ist schon mal gut. Jetzt gerade keine Überlastung in den Räumen. Jetzt sollte es aber mehr Traumapatienten geben. Und das sollte ich mir vielleicht mal angucken. Was die jetzt so machen, um das herauszufinden. Ist immer natürlich noch ein Symptom dazwischen, was ihm gefährlich werden kann. Okay, die fangen also mit einer körperlichen Untersuchung an. Oh, das hat schon sehr viel gebracht, aber das ist immer noch dazwischen. Salmonellose. Guck an. Dann fetzen wir ihm das auch nochmal rein. Hat aber immer noch was, was ihm gefährlich werden könnte. Ich würde jetzt da fast schon bald behaupten, das lassen wir jetzt mal drauf ankommen. Damit wir mit unseren Events starten können. Bleiben wir mal dran. Zumindest gucken wir noch mal kurz rein, weil ich gerade sehe, dass wir schon wieder 19 Minuten auf der Uhr haben. Nun gut, dann warten wir mal drauf. In der nächsten Folge, ob da noch was passiert. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne wieder was da in Form von
Däumchen und Kommentaren, wenn euch was auffällt, was man jetzt schon verbessern kann. Ja, Abos natürlich auch gerne gesehen. Und ansonsten reingehauen wie immer. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.